Weiter geht's. Wir haben hier eine RPK. Ich habe mir überlegt, dass ich diese Waffe ohne Aufsätze spiele. Ich habe mir mal umgeguckt, was ich da so drauf machen kann. Auch auf dem Schießstand probiert. Ich habe nichts gefunden, wo ich sagen würde, das will ich. Wir haben den noch nicht down, oder? Nee. Da immer noch. Ach, guckst du noch mal? Ah, okay. Wie ich gerade sagte, auf dem Schießstand habe ich nichts gefunden, wo ich sagen würde, das will ich drauf haben. Deswegen diese Waffe. Ohne großartige Aufsätze ist. Aber ich finde sie ist sehr gut zu spielen. Schon wieder Rauch. Ist Rauch irgendwie eine neue Meta, von der ich noch nichts weiß? Ich habe sie auch noch nicht verbessert. Sie hat noch keine Bonis. Aber sie ist trotzdem schon verdammt gut. Das kann ich sagen. Also. Ich komme sehr gut mit der klar. Oh mein Gott, aber wir müssten mal eine Munitionskiste aufsammeln. Weil langsam gehen uns die Heil-Items aus. Aber ich laufe anstatt zu einer hin, weg von einer. Ah, der war hinter mir, oder? Ja. Dann einfach wieder rein, gucken, ob wir den kriegen. Ah, das denke ich mir bei den Gegnern auch aktuell. Stop sitting around. Perfekt. Und hier wieder raus. Und jetzt hier rechts rein. Warte. Gut, ich dachte gerade, das wäre jemand. Wir hier lang. Mich erwischen können. Hier auf der anderen Seite. Mal rüber. Und dann hier auch rauf. So, ich hoffe, dass die. Bei Team C4 bin ich mir nie sicher, ob die mich erwischt oder nicht. Gut, ich wollte eh hier rüber. Oh mein Gott. Hat ziemlich hart gebounced. What? Die Chance, dass jemand hochschaut, ist eigentlich relativ gering an der Stelle. Warte, ich habe einen Spawn-Schutz. Nee, doch nicht. What the heck, Alter, die. Ich habe eine Premium AK-12. Und die ist gut, aber. Das, was die mir hier wieder in Treffern drücken, das ist ja insane. Meine Premium AK-12 ist not. That strong. Habe ich da jetzt gemacht, ich bin tot. Ich würde eigentlich das machen. Mein Auge juckt, das ist gerade ein größeres Problem. Ja, machen wir doch gerade. Mehr oder weniger.
Oh, ich muss nachladen, komplett nach. Oh mein Gott, und wir bluten sogar. Rechts von mir ist einer. Ah. G3. Hübsches. Das sieht hübsch aus, was er damit gebaut hat. Gefällt mir. Perfekt mit der Granate. Ah! Holy crap. Die Shotgun kenne ich nicht, aber die hat mich ja mal weggehauen. Die Shotgun kannte ich wirklich nicht. Ich glaube, es ist eine Premium-Shotgun. Also ich kenne die nur als Premium-Shotgun. Ah, von zwei Seiten. Da ist der G3-Schütze und gegenüber ist gerade ein Gegner bei uns reingesprungen in das Areachen hier. Hier oben. What? Es ist wenigstens jemand bei mir reingelaufen, aber... Alter, sind die hart dabei, uns hier einzucampen, nachdem wir sie am Anfang hatten. Ich sag ja, jetzt so die letzten Tage kommen die Leute echt aus den Löchern gekrochen, nochmal alle zusammen. Nur um nochmal so richtig schön Terrarium zu spielen. Den habe ich es aber auch noch gut gegeben. Also die Waffe ist extrem gut. Was hat er denn zum Beispiel? Ich sehe meine Maus nicht. Also kann ich nicht rausfinden, was er hatte. War wohl auf dem zweiten Bildschirm die Maus. Keine Ahnung. Bambot. Ah, das war nicht die Person. Jetzt, komm. Feuerrate, Ladegeschwindigkeit und 2,5er Durchbruch. Das ist gut. Die ist wirklich perfekt geswitcht. Sowas habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Waffen perfekt switchen, aber das kostet einfach zu viel Bauteile. Hauptsache, da waren überhaupt Bonis. Alter, jetzt sitzt er da oben. Was hat er hier? Ungefähr das gleiche, okay. Ja, Feuerrate ist klar. Nachladespeed ist klar und Durchbruch hilft gegen Rüstung. So, ja. Wenn man mit einer geringen, also Durchbruch bringt oder Durchschlag, bringt gar nichts, wenn man nur eine Rüstungsdurchbruch hat. Wenn man gar keine Rüstung trägt. Ich meine, du kriegst natürlich mehr Damage an sich, aber wiederum gibt es Leute, die wirklich hart nur auf sowas wie Rüstungsdurchbohrung gehen und dann können sie nicht mehr so viel Schaden anrichten. Beziehungsweise es rentiert sich manchmal sogar einfach nur eine leichtere Rüstung zu tragen. Ah, super. What the fuck? Manchmal rentiert es sich wirklich einfach nur eine leichte Rüstung zu tragen, anstatt immer dieses schwere Teil. Vertrau das da nicht. Gegen die hier zu spielen, das ist wirklich stressig. Ich dachte, das wäre einer. Wenn auch da drin rumlaufen.
Okay. Ja, da beide bekommen, okay. Ah, kommt der mit seinem G3 um die Ecke. Wie viel haben wir? 17. Hm. Wir haben noch etwas Zeit. Mal sehen, ob wir noch ein paar Kills kriegen. Ja, bin dabei. Einfach so auf der anderen Seite durch. Das ist ja, wir sind jetzt ja alle auf der rechten Seite, die können einfach links vorbei. Ah, oh, lol. Da haben wir ihn kurz gesehen. Der rote Laser ist nur ein Problem. Aber das kriegen wir schon hin. Wow. Boah. Alter, was zum Teufel halten die denn bitte aus? Beziehungsweise jetzt auch nicht auszuhalten, aber das war heftig. Vor allem, ich habe keine Ahnung, wo sind alle? Über mir. Sind sie bei uns auf der oberen Etage? So, jetzt gehen wir hier lang. Alter. Der hat aber auf mich direkt schon geschossen. Der ist gut. Gut, ich spiele aber auch mit Map-Waffen gegen die. Die spielen mit voll aufgewerteten Waffen mit Aufsätzen und ich spiele mit Quap. Da ist gut denn eher so relativ, ne, wenn die von Crap-Waffen auf die Fresse bekommen, ne? What? What? Mit der AK durch Steinwände so dick? Okay. Die schießen durch Steinwände, die so dick sind. Nehme ich mal so hin mit der App. Mit der AK-12. Muss ich nachher meine mal auspacken. Nett. Okay. Nächste Runde. Wir haben wieder das gleiche Dreierteam gegen uns wie bei der anderen Runde. Mal sehen, ob es jetzt besser läuft. Wir haben die gute Spawn-Seite in meinen Ansichten. Ich mag die Seite lieber. Ich habe immer noch keine Aufsätze drauf, während die komplett boniert mit Aufsätzen spielen. Und die mich ja eigentlich dadurch easy fertig machen müssten, aber so wie ich das jetzt mitbekommen habe, die sind semi-gut tatsächlich. Nur würde ich jetzt mit voll bonierter Ausrüstung spielen. What? Was hat der denn gemacht?
LOL! Das ist der Grund, warum ich ihn gerade nicht mehr getroffen habe, weil der war auf einmal weg für mich. Das sah aus, als ob der sich hingelegt hat. Holy crap! Da ist ein Spot, den ich noch nicht kannte. Also, das ist kein richtiger Spot, der ist aber wahrscheinlich auch eher durch Zufall reingeglitscht. Nutzen auch alle? Das ist ein abgesprochenes Team. Das, also der hier jetzt ja nicht dazu, die drei Leute, die sind ein abgesprochenes Team. Aber die sind eher schlecht als gut. Also eher schlecht als recht. Die sind eher so Medium-Core-Spieler, aber die nutzen halt OP oder relativ starke Waffen. Das ist alles, weil ich bin ganz ehrlich, ich habe hier eine non-skilled Weapon. Also keine Skills, keine Aufsätze, gar nichts. Und die rotzt ja hier gefühlt härter rein. Also die, natürlich, sie machen mich häufiger fertig und bla bla bla. Ich sehe ihn da oben. Ich konnte mich aber nicht mehr schnell genug heilen. Gut, der Weg ist weg. Ich habe schon lange keinen Sniper hier mehr gesehen. Den Weg werden wir jetzt nicht mehr gehen. Aber ich meine nur, wirklich so, es ist ja so dieser Fakt, dass einfach... Ich habe auch keine richtige Muni jetzt dabei. Ich könnte jetzt zum Beispiel Durchbruchsmuni mit reinlegen oder Blutungsmuni. Jetzt könnte ich alles noch mit in dieser Waffe reintun, um noch ein bisschen mehr rauszuholen. Aber würde ich jetzt hier sowas wie schnelleres Nachladen, vielleicht weniger Rückstoß, mehr Schaden oder so, dann hätten die auch keine Chance gegen mich mehr. Und dann halt noch ein paar Aufsätze. Wobei, bei dieser Waffe sehe ich keinen Sinn darin, Aufsätze zu haben. Höchstens ein Scope und ein Griff. Vielleicht nur ein Griff. Campen aber auch ganz schön hart, muss man sagen. Ja, das ist das, was ich meine. Die sitzen hier gleich um die Ecke. Wie soll man da jetzt rauspushen? What? Wer hat mich denn da jetzt geholt? Ach. Guck mal, die sitzen da zu dritt in der Ecke. Was ist das für ein Joke? Was sind das für eine Lachnummern? Also ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Also das ist jetzt nicht böse gegen die gemeint, aber... Ich finde nur TDM-Runden. Nur TDM finde ich aktuell. Und alle TDM-Runden, die ich spiele, da sind diese Leute dabei. Und die campen sich hin. Also, die wollen gar kein objektiven Spiel. Die wollen einfach nur campen oder was. Und ich komme nicht an sie ran, weil die anderen Wege abgekämpft werden. Das heißt also, die sind so hart am Campen, dass ich gerade nicht weiß, wie ich da ran oder rauskommen soll. Das ist eine gute zweite Runde hierfür. Um einen der Schwachpunkte von Survarium anzusprechen. Und zwar das Campen. Vor allem dieses Spawn-Trappen. Wir kommen jetzt hier nicht raus und ich werde nicht sagen, dass diese Leute gut sind. Die können eine hohe KD am Ende der Runde haben. Aber ich habe schon gesehen, dass sie auf jeden Fall nicht zu den Top-Spielern gehören. Eher so zu den, naja, Spielern. Okay, ich dachte gerade, das wäre einer. Ja, die haben uns doch jetzt hier gesandwiched. So, haben wir den. Seht ihr? Hier im Gebüsch, sauber, sauber. Das ist oben, ne? Ah, das sowas nervt mich ja, ganz ehrlich. Also, dass die wirklich, so dermaßen hart campen, das ist wirklich lächerlich. Aber das sieht man einfach. Ich weiß auch nicht, wie ich das erklären soll. Die sind nicht ansatzweise gut. Weil sonst würden sie es nicht nötig haben, sonst könnten sie uns eine normale Runde liefern. Natürlich, jetzt kann man natürlich dieses Argument sagen, das höre ich immer wieder. Wenn du doch so gut wärst, warum hast du denn so Probleme, jetzt aus dem Spawn rauszukommen? Die sind so gut, weil sie halt besser sind, weil sie euch in den Spawn trappen. Naja, muss nicht sein, nur weil die uns in den Spawn trappen, dass sie besser sind. Wenn ich mit einem Team es koordiniert schaffe... Ich schaffe es sogar mit random Leuten, Gegner zu trappen im Spawn. Aber wenn man es mit einem koordinierten Team... Da oben sitzt auch noch einer. Schafft, die Gegner Spawn zu trappen. Also wenn man mit drei Leuten... Und dann sagt einer, okay, ich bin down. Die kommen rechts durch. Was erwartet man? Das ist so easy, der Leute Spawn zu trappen. Mittlerweile denn. Da muss man nicht gut sein, wenn du dich stackst und absprichst. Easy. Ich schaffe das auch mit Randoms und so. Da außen rum gehen. Artefakt killt mich sonst.
Deswegen, also jeder, der mir sagen möchte, dass das jetzt irgendwie Talent ist, Leute spawnen zu trappen, wenn man in einem Team ist, nein, absolut nicht. Ja, nur minimale Absprache. Das hat auch nichts mit purer Dominanz zu tun. Teilweise ist es auch einfach nur reines Glück, dass das klappt. Ich habe jetzt halt keine nennenswerten guten Waffen dabei. Ich meine, der hat jetzt Bescheid gesagt, unten läuft einer. Das ist halt, er hat jetzt gesagt, unten läuft einer. Jetzt kann ich mich nirgendwo safe lang bewegen. Okay, hier doch. Das ist das, was ich meine. Und sowas ist immer ein bisschen stressy. Links von mir ist einer. Wo? Oh Gott. Ja. Aber es ist die letzte Zeit von Solvarium. Oder man könnte sie auch Tryhards nennen. Die wirklich Tryhard-mäßig spielen. Und solche gehen mir auch auf den Sack. Also, man möchte Spaß haben. Ich spiele verschiedenste Waffen. Ich könnte auch den ganzen Scheißtag die... Ich könnte auch den ganzen Tag die AK-12 spielen. Und keinen Spaß an dem Spiel haben, sondern nur... Alter. Ich sitze im Gebüsch. Ganz ehrlich. Also das ist das, was ich meine. Das ist so das, was mir an Solvarium den Spaß nimmt. Normalerweise spiele ich Solvarium echt gerne. Aber Solvarium kann ich nicht 24/7 spielen, wegen diesen Leuten. Zwei Hearts halt. Ja! Überlebt das einfach. Das ist es halt. Das ist jetzt so. Auch man macht auch mal ein Video, schön die Rage-Momente von Solvarium mitnehmen. Den habt ihr jetzt aber, oder? Ich wollte gerade sagen. Soll ich mal ganz ehrlich sein? Ich kenne das. Würde ich jetzt das jetzt eine ganze Runde machen, die Gegner spawn campen. Das war jetzt eine ganze Runde. Die würden nach einer Minute heulen, wie kleine Mädchen, wenn sie das eine ganze Runde abbekommen. Solche Leute gibt es auch. Wenn, solange sie es machen, ist es vollkommen okay und cool. Aber kaum macht das ein anderer, die spawn trappen. Oh ne, dann heult man wie ein kleines Mädchen. Scheiße, war nur ein Bot. Ich muss meine Position ein bisschen switchen, weil die werden jetzt wahrscheinlich das nächste Mal damit rechnen, dass ich da sitze. Wir machen das jetzt auch nochmal. Wir warten nochmal, ich will nochmal, dass er wiederkommt. Ich habe nicht drauf aufgepasst, wer das war, aber... Unter uns. Wir machen das jetzt auch nochmal. Ich dachte, das wären letzte schöne Monate mit Solvarium. Mittlerweile... Der Ingame-Chat, ey, da wird auch so viel beleidigt und sonst was. Jetzt kommen die ganzen Leute wieder aus ihren Löchern gekrochen, die man hier nicht haben möchte, weil sie beleidigen. Ich bin jetzt auch gerade nicht sehr viel besser, aber das Rage, das bringt einen zum Ragen. Kommt nicht wieder. Jetzt auf jeden Fall. Nö. Ich werde mich jetzt nicht nochmal mit dem Sniper anlegen. Ja. 3, 2, 1. Wir sind alle jetzt unten. Alle jetzt unten.
Ja, da oben gibt's auch einen. Ne, das ist nur ein Radar, ne? Wir haben gerade mal 10 Kills, Alter. Normal ist meine Standard-Kill-Summe 40 oder so. Mit einer scheiß Pistole! Normal mache ich 40 Kills mit der Pistole, aber... Alter. Ah, hier komme ich jetzt auch nicht so ohne weiteres vorbei, ohne Leben zu verlieren. Ja, guck mal, kaum begegnest du sie nicht in ihrer gekämpften Position, haut man sie um mit einer Waffe. Na, guck mal, gucken wir uns die mal an. Auch Feuerspeed, kein Rückstoß. Da habe ich jetzt einfach zu spät reagiert. Ich wollte den da oben am Gerüst anschießen, hab zwar gehört, dass rechts von mir einer läuft, aber... Da erstmal rein. An der Tür abgeprallt. Okay. Und jetzt einfach meine Mine dahin. Nicht Geralt von wo? Mein Gott. Ja, was soll man machen? Man muss ja die irgendwie konfronten. Würden wir jetzt einfach nur hier in der Base campen, wo die nicht reinkommen, würden die rumheulen. Ich meine, so könnten wir eine Runde gewinnen. Alter! Dafür, dass die ja ach so gut. Blutung. Team killed! Ah. Da war einer. Und ich bin hier hängen geblieben, das ist immer. Was? Das war nur so wenig? Wo sitzt du, mein Freund? Ich glaube nicht, dass er mich jetzt durchschießen kann. Alter, als ob seine Waffe so viel besser auf Mensch ist. Warte, wie viel Schaden mache ich nur? Das sehe ich hier gerade nicht. Oh Mann, seine war irgendwie mit 42. Gucken wir mal ganz kurz, was meine kann. 40, als ob, ja.